gestern im Fernsehen, ja, heute in Dresden, Leute. Alter. Hier ist er, so schnell geht, so kann es sein. Moin erstmal. Hallo, Alter. Grüß dich. Alles klar bei dir? Ja, alles schön. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wir kennen dich alle aus dem Fernsehen. Naja, Star-Tätowierer. Naja, ich hoffe, viele kennen mich auch von dem, was ich mache, nur vom Tätowieren her. Ne? Fernsehen kam dazu. Aber ja, hier Harley Days war für uns sehr interessant und die Veranstalter haben uns halt gefragt, ob wir da mitmachen, mitwirken wollen. Ja. Im Tattoo-Zelt. Da haben wir gesagt, okay, Harley Days in Dresden ist ganz neu, gab es noch nicht. Man kennt ja nur das in Hamburg. Und das ist ja ein ziemlicher Erfolg. Und da haben wir natürlich gesagt, hey geil, lass uns das doch mal starten. Und somit haben wir gesagt, fangen wir mal mit so einem kleinen Stand an und checken die Lage mal mit euch zusammen ab. Und jetzt ist es halt hier, dass wir mit Heaven of Colors zusammen vertreten sind und mit vier guten Jungs also aus unserem Shop, aus unserem Unternehmen, rocken wir jetzt die Sachen. Du hast ja auch eine Beziehung, natürlich kommst du aus der Gegend hier, du hast einen riesen Laden hier. Ja. Was hast du sonst momentan gemacht? Ja, was haben wir sonst so ich gemacht? Ich habe gehört, du bist ein bisschen expandiert. Ja, expandiert sind wir jetzt, also wir haben so ein Franchise-System auch gemacht mit guten Freunden, das hat Kunst halt. Und da ging das halt so weit, dass wir halt einen Laden in Chemnitz noch haben, einen Laden in Leipzig. Also alles Heaven of Colors und jetzt sind wir über die Grenzen drüber hinausgegangen und jetzt mittlerweile sind wir auch in Basel stationiert und somit wird es weitergehen. Es wird den einen oder anderen Heaven of Colors Laden, also in dem Fall ein High-Quality-Tattoo-Hotspot, auch in der einen oder anderen Großstadt in Europa noch kommen. Ein internationales Franchise. Ja, warum nicht? Also ich bin damit ja eigentlich der Erste, der das in der Größenordnung macht und ich denke, dass wir damit auch große Erfolge zielen. Vor allen Dingen, weil das Allerwichtigste ist ja hier die Qualität zu sichern und das war der erste Punkt, warum wir gesagt haben, lasst uns das mit dem Namen machen. Ja. Weil den kennt mittlerweile jeder für Qualität und Korrektheit und das. Und sonst fährst du selber Harley? Noch nicht, aber ich bin es deshalb Zeit. Genau es wird richtig Zeit. Hier. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja immer nur den kleinen Motorradführerschein, den ich zum Auto früher dazu bekommen habe. Ja. Und meine Frau hat natürlich jetzt nichts anderes gemacht, als sich eine Harley gekauft, weil sie hat den Führerschein. Und das ist natürlich für mich so ein bisschen toll. Das ist schon hart. Naja, hart. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, wisst ihr was, ich mache jetzt den Führerschein, den mache ich nebenbei in meinem kleinen Zeitfenster. Ja. Und wenn das fertig ist, geht es jetzt auf jeden Fall los. Also ich habe mich schon umgeguckt. Also ich bin auf jeden Fall auch hier, um mir mal jetzt mit Harley richtig da... Es sind ein paar super Teile da. Also es sind ein paar schöne, böse Custom-Bikes dabei. Man kann natürlich auch ganz schön Geld investieren, aber man kann auch für Kleines was Tolles kaufen. Ja, das ist richtig. Das ist das Schöne eigentlich bei Harley, dass mittlerweile für jedermann was geboten ist. Ja. Auch für die, die mit dem Geld nicht ganz so... Die können trotzdem sich da Motorräder leisten. Also bezahlbare Sachen, die auch geil aussehen. Also das muss ich sagen, das habe ich selber gerade mal mir abgecheckt, wo ich vom Preis her überrascht war, dass es doch neu ist und nicht gebraucht von dem Preis. Und da dachte ich, cool. Und ja, ich bin gespannt, was ich mir da kaufe. Ich habe da so die ein oder anderen Favoriten gesehen. Es ist auf jeden Fall gigantisch, was er jetzt hier aufzieht. Und es ist ein Gewinn für die Gegend. Es ist schön. Es ist super. Ich denke auch vom Standort Harley Days. Jeder kennt das nur in Hamburg und das weiß ich, wo das nächste südliche ist. Aber hier in dem Südosten ist das ein guter Zielpunkt, um mit dem Motorrad einen Anreisepunkt zu finden. Alles aus dem südöstlichen Raum überhaupt. Also ich denke, dass das ein guter Erfolg wird. Ja, hoffen wir mal. Was haben wir also wieder gelernt? Harleys sind für jeden da. Hat uns der gute Mann gerade gesagt. Ja, ganz einfach. Tätowierst du selber momentan hier? Oder machst du hier? Ich habe gestern bis nachts noch gearbeitet im Laden und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich jetzt ein Wochenende mal frei habe. Hier bin, ein paar Autogramme schreibe, Fotos für die Gäste, Fragen, Antworten, wenn Leute hier vorbeikommen wollen und wollen was wissen, dann sind wir natürlich immer da zu Rat und Tat dafür da. Super. Aber jederzeit natürlich auf dem Foto, aber jetzt zum Arbeiten mal ein Wochenende mal ohne Arbeit. Dann genieße es auf alle Fälle. Randy Engelhardt, meine Freunde, kommt runter. Dresden Harley Days 2017. Vielen Dank. Wir sehen uns.